Mama, ich bin's, Christoph. Hallo Mama. So, ich kann erst jetzt anrufen. Wir haben den ganzen Tag aufgebaut. Ja, ich habe schon gedacht, unverschämt von mir, dich dazu blöd. Was? Von dir unverschämt? Nee, von mir unverschämt, dass ich da nicht mal den Aufbau abbreche, um dann bei mich bei dir zu melden, ne? Ja, Quatsch, das geht ja auch nicht. Ich muss mich daran gewöhnen. Und ich will das auch gar nicht überstören, Christoph. Du störst mich überhaupt nicht. Ich bin jetzt gerade bei einer Veranstaltung und bin in der Grabkammer der Dadaisten in Zürich. In einer Art Krypta. Und da muss ich jetzt gleich mit Bad von Brock reden. Und ich weiß aber natürlich noch nicht, das Faszinierende am Dadaismus ist ja, dass er stattgefunden hat. Und jetzt gibt es natürlich viele, die glauben, dass der wieder da ist oder kommt oder die warten auf den Dritten Weltkrieg, damit man dann vielleicht dadaistisch werden kann. Und da bin ich gerade jetzt hier am Suchen und wollte dich fragen, ob du was über Dadaismus weißt. Das habe ich aber, während du in der Schule warst, wollte ich dir das mal als Thema sagen. Hast du aber nicht genommen. Da hast du was anderes genommen. Das war auch nicht richtig. Nee, ich kann dir da anstelle für Kinder. Warte mal nochmal, du wolltest mir in der Schulzeit sagen, ich soll was machen? Ja, von dem Dadaismus das Thema nehmen. Und das hast du aber nicht getan, du hast ihm was anderes genommen. Das war auch nicht richtig. Aber schade. Warum hast du mir denn den Dadaismus vorgeschlagen? Weiß ich auch nicht, Christoph, weil der Zug steht, Klang. Ich weiß. Du, wegen dem Klang? Ja. Das tut nicht weitergeben, das ist Gott. Nein, aber das geht, ne, geht ja immer weiter, weißt du ja. Ich will auch, dass das öffentlich wird. Weil, weißt du, weil das ist ja so, dass man Leuten was empfiehlt wegen dem Klang. Was willst du? Ich glaube, dass es gut ist, wenn man Leuten etwas wegen dem Klang empfiehlt. Ja. Und du hast es mir wegen dem Klang empfohlen und hast gesagt, es geht um Klang und nicht um Inhalt. Und ich glaube, dass das die große treibende Kraft für die Zukunft ist. Deshalb interessiere ich mich ja jetzt auch für Oper. Ja. Weil ich kann ja mit Inhalt eigentlich immer nur falsch liegen, weil ich ja nichts erklären kann. Aber wenn ich eben über den Klang gehe, so wie deine Stimme oder meine Stimme, du hörst doch an meiner Stimme, ob ich jetzt gerade, also wenn du meine Stimme hörst, hörst du doch auch, wie ich mich fühle und hast dann auch eine Vorstellung vom Inhalt, oder? Ja, so ein bisschen, ja. Ja. Das tut leid. Ja, nee, und das ist das, was vielleicht jetzt von mir hier in der Krypta gerade erforscht wird. Ja, dann tu das mal, dann sag mir das doch. Dann erkläre ich dir das mal, ne? Ja. Und was hast du heute sonst noch gemacht?